Ah, shit. Here we go again. Pokémon-Freunde, willkommen zurück in der Pokémon Sacred Gold Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns im Knuffenserturm und haben in der letzten Folge schon einige ziemlich spannende und schwierige Kämpfe bestritten. Und heute wird es nicht besser, denn heute kämpfen wir gegen den Bossgegner des Knuffenserturms. Und wer das sein wird, das sehen wir jetzt. Meine Freunde, ihr könnt jetzt schon mal einen Daumen da lassen, denn das wird wieder eine wilde Folge. Let's flipping go. You showed us what you've got. And it's indeed good. Take this elemental stone. However, you should care more about your Pokémon. The way you treat your Pokémon can be too harsh. Remember, Pokémon are not tools of war. Und der nennt sich selbst der Älteste? Digga, was ein Trottel, Alter. Tja, weiß nicht mal, was der Insi-Modus ist. Ich werde ihm zeigen, wie man richtig Steuergelder aus dem Land schafft und Steuerbetrug hintergeht. Oh shit, er ist einfach geflohen. Er ist aus Deutschland geflohen und hat das ganze Geld mitgenommen, Freunde. So. An der Stelle fliehen wir mit Runway. Runaway. Kann ich das Item noch holen? Ist wahrscheinlich nur ein Fluchtseil, ne? Ja. Indeed, an Escape Rope. Okay. So. Gegen den Kollegen muss ich, glaube ich, kämpfen, oder? Oder muss ich nicht kämpfen gegen den? Ich bin immer verwirrt. So, können wir mal bitte keine Encounter mehr bekommen hier jetzt, wo es spannend wird, Leute? Hallo? Oh mein Gott, what the fuck? Ey, zuerst musste ich battlen um einen Encounter und jetzt gehen die mir so auf die Eier. Ah, so schön, dass du hergekommen bist. Wenigstens jemand, der anständig seine Steuern zahlt. Hast du nicht eine GmbH? Machst du da Steuertricks oder wie ist es? Egal, um das soll es gar nicht gehen. Oh shit, ich glaube, er hat uns erwischt, Freunde. Ich glaube, er hat uns erwischt. Elderly. Elderly, versteht ihr? So, Bellsprout. Okay, Bellsprout wird interessant. Ich gehe mal zu Flügelbert. Flügelbert wird auf jeden Fall mit dem Ding fertig. Schlafpuder wäre sehr nervig. Oh, oder Flash. Flash ist actually auch ziemlich nervig. Aber wir treffen glücklicherweise die Wing Attack. Zerschneider. Oh, ist in dem Heck scheinbar ein Pflanzen-Move. Denn das wird vierfach resistiert. So. Glücklicherweise treffen wir. Tipptopp. 108 XP. Xingling. Oh shit, das Ding hat auf jeden Fall Konfusion. Ich könnte zu Wolfi und mit dem bissen. Flugberg hat auch Biss, aber ehrlich gesagt will ich keine Konfusion tanken. Astonish. Oh shit. Okay, den haben wir komplett immunisiert. Denn Geisterattacken werden von Normal-Pokémon immunisiert. Wow, und das war ein Crit. Holy shit, wir haben einen Volltreffer gelandet und das Ding einfach one-shottet. Hut, Hut. Okay, jetzt kommt der Bad Boy. Jetzt kommt der Boss. Send Attack, Hypnosis oder Tackle. Weiß nicht. Ja, der geht wieder hardcore auf den Sack mit seiner Scheiße. Ne, jetzt trifft er die Hypnose wieder. In der letzten Folge hat er 50 Mal verfehlt. Jetzt trifft er wieder der Sack. Aber das ist okay. Oh, das wird mehr Damage machen. Oh ja. Und er kann sogar einen Flinch-Move. Er kann einen Flinch-Move und er kann einen Move, mit dem man verwirren kann. Sich verwirren kann. Okay. Das war's für mich an der Stelle. Ich gehe raus zu... Die sind alle nicht so geil, ne?
Ich muss raus, du Brotkanzler. Geht auf Konfusion. Ich hoffe, ich werde nicht verwirrt. Nein! Oh, er outspeedet. Sogar mein Brotkanzler. Ich muss mal ein bisschen auf den Init gucken. Ich habe viele schlechte Wesen wieder. Ich glaube, ich gehe auf Quick Attack an der Stelle. Es wird nicht killen, aber wenigstens outspeeden wir, falls er irgendwie für Hypnose geht oder so, haben wir nochmal Chip gemacht. So. Das war's mit Hut Hut. Goodbye. Der Crit hätte eine Runde vorher kommen dürfen. Aber okay. Will mich nicht beschweren. Will mich nicht beschweren. Wie ein Briefbeschwerer. Cherubi wird wahrscheinlich nicht überleben, aber ich möchte das Risiko nicht eingehen. Wir haben immerhin noch Birdie in der Hinterhand. Magical Leaf. Okay. Oh boy. Und das war der Crit, der uns gekillt hätte. An der Stelle der richtige Play gewesen. Und zwar zu 100%. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, Alter. So. Und das wird Cherubi aus dem Leben nehmen. Und das war's, meine Freunde, mit Elder Lee. Ah, excellent. Steuerbetrug muss gut trainiert sein, mein Freund. Du hast es auf jeden Fall drauf. Du kannst Falkner nun herausfordern. Oh, shit. Oh, da war ja was, ne? Oh, da war ja was. Oh, wow, 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 wow. Eieieiei. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt Evoli entwickeln, ne? Okay. Die Sache ist folgende. Vaporeon will ich nicht, denn wir kriegen noch safe genug Wasser-Pokémon. Allein in dieser Stadt können wir, glaube ich, noch angeln. Flareon ist Quatsch, weil Flareon ist Bullshit. Und wir haben den Feuerstarter. Umbreon weiß ich nicht, ob so geil wäre, denn wir haben, ich glaube, wir haben ein Plus-Spezitec, ein Minus-Spedef-Wesen. Das wäre nicht gut für Umbreon. Das wäre auch nicht gut für Leafeon. Das wäre nur gut für zwei Pokémon, und zwar Glaceon und Jolteon. Und maybe Espeon. Also Glaciola, Psyana oder Blitzer. Die Sache ist die, Flug-Pokémon würden wir natürlich mit Glaciola oder mit Blitzer richtig schön treffen. Aber wir können auch auf der nächsten Route vielleicht noch Elektro-Pokémon bekommen, denn ich habe Magnetilo und Mareep die ganze Zeit gesehen, ne? Voltilam, als ich trainiert habe. Eis-Pokémon bekommen wir wahrscheinlich nicht so häufig, aber Eis-Pokémon haben dafür auch wieder sehr viele Schwächen. Stein, Feuer, Kampf. Allein die drei Typen sind sehr häufig vertreten im Pokémon. Und Jolteon hat nur eine Schwäche, und zwar Boden. Und Boden ist wiederum nicht so extrem häufig. Psyana wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings muss ich ganz ehrlich mit euch sein, die nächste Arena nach der Flugarena wird eine Käferarena. Und da haben wir einen Nachteil. Die überübernächste wird eine Geisterarena. Und da haben wir auch einen Nachteil. Von daher, ich glaube, Jolteon würde sich am meisten lohnen für Early Game und vielleicht auch für Late Game. So, wir kriegen einen Donnerstein und die TM Blitz. Ich glaube, ich habe mich beim letzten Mal schon für Blitzer entschieden. Blitzer ist tatsächlich einfach gut. Wir wissen, dass Kai wahrscheinlich ein Sichlor haben wird, und auch gegen Sichlor ist das natürlich ein sehr gutes Pokémon, weil es erstens sehr schnell ist und zweitens sehr effektiv Stab trifft. Right? Wenn wir einen Elektromove lernen, sei vorausgesetzt. So, ich glaube, wir haben uns richtig entschieden an der Stelle. Ich gehe mal ganz kurz heilen, und dann gehen wir noch hier ein Pokémon angeln. Ich glaube nämlich, wir haben eine Angel bekommen, oder? Haben wir nicht eine Angel? Kann ich nicht die Angelrute ins Wasser halten? Jawohl, Old Rod, okay. Das heißt, wir können nämlich gleich noch was rausholen. Bin mir gar nicht sicher, was ich beim letzten Mal bekommen habe. War das nicht ein Stern-Du? Habe ich nicht ein Stern-Du bekommen von hier? Starmie mit Psycho würde dann den Wasser-Psycho-Typen abdecken. Theoretisch, wenn ich ein Stern-Du bekommen würde.
Garados wäre natürlich auch amazing. Und das werden wir auf jeden Fall verwenden in dieser Lok. Weil gerade Garados mit Blitzer zusammen ein extrem guter Core ist. Insbesondere wenn wir Volt Absorb haben, was wir haben werden. Aber was wäre noch möglich? Ich wäre, actually beides wäre mega gut. Was wahrscheinlich nicht so geil wäre, wäre sowas wie Poliwag. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was wir jetzt rausziehen. Wir halten sie einfach mal rein. Nicht einmal ein Nippelbeister an. Das ist ja übelräudig. Landet Pokémon. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was ist unser Encounter? Let's go. Okay. Das ist ein gutes Pokémon, Freunde. Mit einem Stab. Oh, das kann so gut werden, Leute. Das kann so fucking gut werden. Bam, bam, badidudidudidudidudidai. Bitte crit jetzt nicht. Danke. Das wäre nämlich mega dumm. So, ich kann die noch einschläfern. Ich kann die noch einschläfern. Herr, na, bringt nix, du Sohn. Ich schläfer dich jetzt ein. Dann wirst du am Schlafen sein. Und wir treffen. Sehr schön. Ich glaube, der kann noch keine Konfusion. Ey, krass, dass ich mich an Sterndu erinnern kann, Digga. Dieses Soul-Link ist Jahre her. Ich glaube, 4 Jahre oder so. So, Premierball, weil das Ding bleibt ziemlich sicher drin. Und mit dem Premierball haben wir einen echt coolen Ball. Bam, Schablu. Geil. Oh Gott. Fast mein Handy fliegen lassen, ey, vor lauter Aufregung. Tschüss. Okay, jetzt ist die Frage, wie nenne ich dieses Ding? Das ist interessant. Letztes Mal habe ich es, glaube ich, irgendwie Patrick genannt oder so. Mal sehen. Okay, ich nenne das Sterndu Crax. Nach einem Kanalmitglied, der nicht nur eine Mitgliedschaft auf YouTube hat, sondern sogar eine Subscription auf Twitch. Was willst du von mir, Digga? Did you know the Poker Gear allows you to put more memos on the marble? Shut the fuck up, boy. Ja, herzlichen Dank an der Stelle, Crax. Das ist nicht selbstverständlich, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank für den doppelten Support. Absoluter Ehrenbratan. So, jetzt gucken wir mal, ob dieses Pokémon dem Ehrenbratan gerecht wird. Mit einer Quirky Nature. Das ist, glaube ich, auch wieder neutral, ne? Natural Cure. All status problems heal when it switches out. Okay, das ist ziemlich... Das ist gar nicht bad für eine Nuzlocke. Denn normalerweise, wenn ein Nuzlocke-Pokémon zum Beispiel eine Paralyse frisst oder so, dann ist es so gut wie kaputt. Ne, wenn du schnelle Sweeper paralysierst, dann sind die so verkrüppelt, dass die dann noch durchkommen und der Init-Wert wird getrippelt jetzt in diesem Fall noch. Also, ne, auf ein Drittel runtergebrochen. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Wenn man rauswechselt und die Para dann weg ist, ist das gar nicht mal so bad in der Nuzlocke. Das kann einem den Arsch retten, Freunde. Von daher bin ich da sehr happy mit. Wir wechseln das so. Wir haben Recover auf dem Ding. Ey, das kann ein richtig krass geiles Mon werden. Um ehrlich zu sein. Die Sache ist, ich will nicht 3 Flugmons dabei haben, right? Ich würde sagen, maybe nehmen wir Pidgey raus. Birdie für den Moment. Right? Ich weiß nicht, welches Pokémon. Oder warte mal, wir nehmen Pidgey rein für Starly. Denn ich glaube, Brotkanzler ist noch schwächer als... Ja. Da haben wir nämlich den Pflücker und... Ne, also ein Kram. Genau. Und den Quick Attack. Und das ist halt einfach stärker. Außerdem glaube ich, dass sich das Ding vielleicht noch zu Tauboga entwickelt. Auf Level 15. Denn der Gegner hat ja auch einen Tauboga auf Level 15. Von daher. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, entwickeln wir unser Blitzer jetzt direkt. Es macht
absolut keinen Sinn zu warten. Das wäre in Anbetracht dessen, dass wir in eine Flugarena gehen, sehr töricht, wenn wir warten mit der Entwicklung. Dementsprechend... Evoli, mein kleiner Freund. Du wirst jetzt zackig. Oh ja. Wie geil. Lernst du Donnerschock? Komm, lern Donnerschock. Yes. Fuck yes. So, wir haben Voltabsorber, was fucking amazing ist. Geil. Okay. Wir verlernen, soweit ich sagen würde, Tail Whip, oder? Oder Tackle. Maybe Tackle. Dann können wir Tail Whippen für Biss. Unter Umständen. Let's fucking go. Mit diesem Pokémon ist die erste Arena quasi geschenkt. I guess. Kann mich natürlich irren. Was hat Cracks für ein Item? Oh, Sternenstaub. Oh, shit. Das kann ich verkaufen. Ich mache ein paar Bitcoins aus diesem Ding. So. Ja, Wolfi hat jetzt natürlich krasse Stats. 41 Speed, 30 Def. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Kann man auf jeden Fall machen. Das ist mit Abstand unser bestes Mon gerade. Oh my goodness. Ey, wir haben echt ein paar geile Encounter bekommen, ne? Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. So, jetzt gehen wir in die Arena. Und da haben wir noch zwei Trainer vor uns. Okay, my boy. Du wirst jetzt gerupft. Ha. Okay, das Level Cap ist 15. Das Huthut im Turm war 14. Also es ist nicht unbedingt so ein Riesenunterschied zwischen den beiden Challenges. Mal sehen. Pidgey kommt raus. Ja, mit Wolfi gehen wir jetzt auf 15. Und dann ballern wir einfach hier durch. Digga, ich... sorry, Leute. Ich werde diese Nuzlocke nicht noch ein drittes Mal verlieren. Ich werde Try haben. Und ich werde komplett alles benutzen, was ich kann. Ich werde sowas von schwitzen. Ich werde sowas von reinsweaten, Freunde. Ich will diese Nuzlocke schaffen. Und wir haben uns entschieden, einen Blitzer zu nehmen. Wir haben dann zum Beispiel Nachteile in anderen Bereichen des Spiels. Dafür machen wir es uns jetzt am Anfang eben ein wenig einfacher, um ein gutes Team zu etablieren. Denn wenn man am Anfang einer Nuzlocke schon Scheißdreck bekommt oder viele Pokémon sterben lässt, dann hat man Late Game ein Problem. Bin mir nicht sicher, ob ich alle Pokémon auf 14 leveln möchte. Das wäre ja nur noch ein Level für die ganzen Mons in meinem Team. Ich denke, das wäre fair. Ich denke, das wäre fair. Obwohl ich glaube, dass wir die gar nicht brauchen. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich glaube, wir werden mit Wolfi hier einfach durchgehen. Wobei, wenn er einen Gligar hat oder so, dann haben wir halt schon ein Problem, ne? Ich glaube nämlich, dass wir nicht so einfach durch die erste Arena durchkamen beim letzten Mal. Aber da waren wir auch in der Soul Link. Ich müsste mir die Soul Link mal wieder geben, Alter. Gebt euch, falls ihr es noch nicht getan habt, gebt euch meinen ersten Try und den zweiten Try in der Soul Link zusammen mit Razor. Da habt ihr nämlich schon zwei Versuche, die ich verkackt habe. Und dann wisst ihr schon ungefähr, was kommt. Und dann könnt ihr vergleichen, wie ich dieses Mal gespielt habe. Und vor allem, wo ich beim letzten Mal gestorben bin und verkackt habe. Also wenn ihr auf neue Folgen wartet und es nicht erwarten könnt, bis es rauskommt oder bis sie rauskommen, dann guckt einfach in die Playlist rein. Right? Wir haben Sacred Gold schon mal gespielt und Storm Silver in der Soul Link. So.
Mit Blitzer sind wir jetzt auf Level 15. Ich würde sagen, ist das wichtigste Pokémon auf dem Level Cap. Von daher geht es völlig klar. Ich gehe jetzt kurz trainieren und dann sehen wir uns in der Arena wieder. So, okay. Meine Boys und Girls. Ich glaube, Folge 4 oder so haben wir und bereits den ersten Arena-Leiter. Allerdings liegen wir natürlich nicht mit Crowdbuster. Das wäre ja Insanity. Ich glaube, wir gehen einfach rein in Wolfie und wir verschwenden gar keine Zeit. Ich muss gar nicht so tun, als würde ich ein anderes Pokémon verwenden wollen in diesem Kampf. Wir werden einfach reingehen mit Blitzer und den Dude vernichten und dann weitergehen, denn so läuft das hier. Ich bin Falkner, der Arena-Leiter von Viola City. Hahaha. Warte, was? Was hat er gesagt? Irgendwas mit Elektro-Pokémon. Ich hoffe einfach, dass er keine Antwort hat, Alter. Wenn der Dude jetzt einen Gligar hat oder eine Oh my goodness. Okay, ja, stimmt. Haha, da war ja was, ne? Die haben alle 6 Pokémon. Dodu, okay. So, ich bin schneller. Das wird auf jeden Fall reichen. Die Frage ist, mit was kommt er rein? Im Molga mit, hier... Starthilfe oder was hat der Junge? Volt Absorb oder irgendwas? Das wäre böse. Pidgeotto. Level 50. Oh, er kommt direkt. Okay. Nevermind. Dein größter Threat geht baden. Dein größter Threat geht baden. Oh, er hat es überlebt. Oh, shit. Okay, was geht da jetzt ab, Mann? Er geht auf Tackle. Das juckt mich nicht, denn ich bin Blitzer und ich hab Stats von einem entwickelten Pokémon, Brudi. So, das war sein Signature-Mon und damit der größte Threat. Ja, Leute, ich sag's euch, spielt Blitz... Hoppala, Digga, warum komme ich da ständig auf diese blöde Taste? Spielt Blitzer. Spielt Blitzer und die erste Arena ist plus minus geschenkt. Ich hoffe nicht, dass ich es jetzt jinxe. Oh, das war ein Crit gegen Farfetch'd. Ich glaube aber, den habe ich nicht gebraucht. Hoffe ich. So, Wablu, du bist Flugdrache, oder? Oder bist du noch flugnormal? Ich glaube, du bist flugnormal. Jawohl. Was machst du? Ich hatte schon Angst. Oh boy, okay. Ja, die meisten Pokémon skippen wir einfach, ne? Uns interessiert gar nicht, was die alles für Strategien haben, Digga. Power Herb und Solar Beam. Alles klar. Oh. Der ist actually gemein, der kleine Sack, Alter. Der könnte uns killen. Der ist nämlich ein voll entwickeltes Pokémon. Und wenn der das überlebt... Gott sei Dank. Kann der uns mit einem Geschwätz rausnehmen. Digga, von Level 15 auf 17. Ja, sorry, again. Nimm Blitzer und die Arena ist geschenkt. Ist einfach, wie es ist. So, Murkrow auf Level 14. Du gehst jetzt baden. Und tschüss. Das war die erste Arena. GG. Lass einen Daumen da, wenn das die spannendste Arena aller Arenen war in allen Nuzlocks. For pity's sake, my death, cherished bird Pokémon. But a defeat is a defeat. Alright, take this official Pokémon League Badge. Meinen ersten Orden geschenkt. Okay. Rock Smash kriegen wir auch noch. Das heißt, wir können gleich mal den Stein da zertrümmern auf der Seite, ne? Ich würde aber noch gerne wissen, was die nächsten Level Caps sind. Einfach so für meine Info. Moment. Level 21. Okay, dann darf ich mit Blitzer tatsächlich nicht mehr so viel leveln. 4 Level und dann sind wir schon auf dem Level Cap. Gibt er uns Roost? Ach, das war Roost gerade. Ach so, okay. Yo, das ist ziemlich crazy. Ich glaube, in der Gen war es noch so, dass man TMs nur einmal lernen konnte. Ne? Dementsprechend muss ich gut überlegen, wem ich das lerne.
Ach stimmt, wir kriegen ja noch ein Ei. Oh shit. Aber warte mal, es war ein Togepi. Und Togepi hatte in dieser Gen noch keinen Feentypen. Kein Feentyp. Oh. Der XP-Share. Okay, das ist leider noch der alte, aber ist okay. Wo zum Teufel ist noch gleich dieser Dude? War der nicht? Oh, der ist auf der nächsten Route, glaube ich, ne? Ja, der wartet da auf uns extra, okay. Ja, wie gesagt, Leute, nimm Blitzer, skip die erste Arena und dann habt ihr auch nochmal ein gutes Pokémon für den Fall, dass ihr Sichlor seht. In der zweiten, aber dafür werdet ihr zum Beispiel in der Drachenarena komplett in die Röhre schauen, wo ihr mit Volipor aber zum Beispiel ein wesentlich besseres Pokémon gehabt hättet. Oder auch Aquana. Ja, die beiden können ja beide Eisattacken etc. pp. Und ja. Was ist hier? Ist hier noch was drin? Ich weiß nicht. Das ist doch Mogelbaum und so, ne? Ja. Und der gibt uns, glaube ich, noch irgendwie ein Item. Die TM6 oder HM6. Ist das? Was ist das? Rock Smash. Okay. Gut, das heißt, wir können jetzt schon mal den Rock smashen. Die Frage ist, wem geben wir das? Weil Rock Smash ist nicht so geil in dieser Gen. Oh, warte mal, 60 Power? Okay, das wurde auf jeden Fall gebufft. Und kann sogar den Death-Wert senken. Ja, nur spezielle Attacker wieder, oder wie? Oh Gott, okay, dann versuche ich es mal mit einem anderen Mon. Vielleicht finden wir hier ja noch ein geiles Mon. Ruins of Alp. Okay. Ah, guck mal. Jetzt ist ganz Nacht. Ja, die Zertrümmerersteine hier, ne? Ich glaube, hier kann man aber eh nur Inkognitos bekommen, oder? Research Center. Ich meine, wenn man Steine zerschmettert, kann man theoretisch auch Stein-Pokémon kriegen, oder? Oder Wasser-Pokémon, wenn man angelt. Das wäre spannend, ich weiß nicht, was ich will. Ich frag Bill. Ach nee, der war ja in Kanto und da komme ich erst noch hin. Okay. Ja, dann komme ich wieder mit dem Steinzerbrecher. What's the hurry? Ach, im Pokémon Supermarkt wartet der Junge. Okay. Lass mich mal ganz kurz das Fahrrad hier nehmen. Das ist super. Er wartet hier drin. Jawohl. Bruder, ich kann das Ei nicht. Oh boy. Okay, ich gehe kurz was ablegen. So. Okay. Jetzt haben wir was abgelegt. Nehmen dieses Ei. Und ich würde sagen, Freunde, einfach weil wir, weil die Arena nicht ganz so spannend war, brüte ich jetzt das Ei noch aus. Falls ich überhaupt kann. Ich hoffe ja. Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber dafür habe ich ja ein Fahrrad und eine Speed-Up-Taste. Und ihr habt vor allem mich, der die Folge schneidet. Wir sehen uns gleich, wenn das Ei schlüpft. Oh shit, was ist das? Oh, me on my ear, but there must be an egg. I see I was handed from Mr. Pokémon. Oh yes, now I get it. That egg is a truly important egg. Please take care good of me. Is that understood? I am counting on you. The fuck? Das ist mein Ei. Ich mach damit, was ich will. Und jetzt kommt der auch noch. Ich muss schon sagen, ich habe schon das Battle genossen. Hier, meine Nummer. Okay, Arenaleiter kann man scheinbar nicht abwimmeln. Aber gut, das werde ich einfach hinnehmen. So. Wir sehen uns in Kürze.
So, meine Freunde, ein Fahrradladengespräch später. Der Dude hat mich noch angerufen und wir sind da. Das Ei schlüpft. Und jetzt bin ich gespannt. Vielleicht kann es sein, dass es was ganz anderes ist, aber im Original ist es, glaube ich, ein Togepi, oder? Ja, okay. Togepi Head from the Egg. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz so excited, denn wie gesagt, Togepi hat in dieser Gen noch nicht den Feentypen, aber vielleicht ist es ja trotzdem stärker, als ich dachte. Ich gucke noch ganz kurz nach einem Kanalmitglied und dann benennen wir das Ding. Und damit haben wir einen Namen ausgewählt und zwar nennen wir sie Guinea Pigs. Nach Guinea Pigs Forever. Ein neues Kanalmitglied, was pretty much erst gerade dazu kam. So, Pokegear, hallo? Ja, hallo? Hey, Seppi, great news, Pokemon Hatch from the deck. I knew that giving the deck to you was the right thing to do. I just knew it. You should come here and show me what kind of Pokemon it is. Okay, Mann, das kann ich doch gleich noch tun, denn ich bin ziemlich nah von deiner Start. Jetzt interessiert mich nur, welches Pokémon zum Devil nochmal Rock Smash lernen kann, Alter. Weil ich habe momentan keine Ahnung. Oh, Guinea Pigs kann Rock Smash lernen. Guinea Pigs, du lernst jetzt einmal Rock Smash. Oh, damn, Bro. Extrasensory. Tschüss. Oh, Serene Grace und ein Plus-Speed Minus-Artica-Wesen. Yo, das ist sick. Dann wäre es schon fast eine Schande, dem einzigen Pokémon mit einem guten Wesen dieses Ding hier zu lernen. Oh Mann, ey, das ist wieder wack. Naja, gut. Dann werden wir beim nächsten Mal eben einfach zu dem Professor hingehen und dann eben weitergehen. Irgendwann kriegen wir schon ein Rock Smash Pokémon. Hoffentlich auf der nächsten Route. Freunde, hier findet ihr die Playlist von Sacred Gold. Und hier oben findet ihr die Playlist zu Pokémon Feuergrün. Einem deutschen, sehr, sehr witzigen Hack. Komplett random. Ihr werdet sehr viel Spaß damit haben. Es ist genau das, wie es auf dem Thumbnail ungefähr aussieht. Viel Spaß mit den Videos und bis zur nächsten Folge. Peace.